Hallo zusammen, das wird eine Art Videoantwort für den Julius vom OLED-Kanal. Er hat uns dazu aufgerufen, ein Video zu machen, wo wir unseren Tascheninhalt zeigen, also sozusagen eine Art EDC-Video. Und da ich das schon länger vorhatte, habe ich gedacht, ich mache ihm da mal eine kleine Videoantwort. Womit fange ich an? Vielleicht mal mit der Uhr. Das ist eine Tissot T-Touch aus Titan. Die hatte ich mir zum Ende des Abis gegönnt, zum Anfang des Studiums. Hat so ein Touchscreen hier, also ein Kompass und allem drum dran. Ziemlich cool, damals noch ein bisschen faszinierender, mittlerweile ist ja ein Touchscreen nichts Besonderes mehr, aber so, ja, ist die einzige hochwertige Uhr, die ich habe, ich bin sehr zufrieden und ich muss aber sagen, ich trage sie zurzeit immer weniger, weil ich ja eigentlich mit dem Handy auch die Uhrzeit abdecke, also ich kann vom Handy immer sehen, wie viel Uhr wir haben, von daher brauche ich sie nicht unbedingt, das ist eher so ein Modeaccessoire, was ich dann halt einfach anziehe, weil sie mir gefällt und weil ich Spaß dran habe, nicht wirklich, weil ich sie brauche, aber ich habe auch nicht das Bedürfnis, mir eine andere Uhr zu holen. Menschen beim Handy war, iPhone M10, also das erste in der neuen Form mit dem Face ID. Ich bin sehr, sehr zufrieden, habe es seit ziemlich genau eineinhalb, knapp 2 Jahren. Ja, kommt hin, 1,5 Jahre. Ich wollte mir eigentlich dieses Jahr für den Sommerurlaub das iPhone 11 Pro holen, aber ich meine, Sommerurlaub könnte dieses Jahr, sieht so aus, als ob es ausfällt, sagen wir es mal so. Dann würde ich vielleicht mal bis zum iPhone 12 warten, also es 3 Jahre nutzen. Ist definitiv möglich, bessere Kamera wäre halt für die Videos doch ganz schön, aber ja, tut was es soll, ich bin unterm Strich sehr zufrieden. Als nächstes die Taschenlampe, meine absolute Lieblingslampe zurzeit, die am meisten Pocket Time kriegt, die S1R in der Winter Edition, Titan, blaue Highlights, 3000 Kelvin, warmes Licht. Ich bin extrem zufrieden, die ist richtig schön klein, macht verdammt viel Spaß, ich nehme sie sehr, sehr gerne mit. Noch ein Tacken cooler ist natürlich die HDS Rotary in der Titan Edition hier. Mit 4000 Kelvin und einer Ultra-High-CRI-LED, also die macht das reinste Licht, was ich so gesehen habe. Ich muss allerdings dazu sagen, ich nehme sie nicht so gerne mit, weil ich meine, sie ist deutlich größer, sie hat keinen Magnet, sie hat keinen Clip und die ist wirklich schweineteuer. Und selbst wenn ich das Geld nochmal hätte für die Lampe, dann gibt es sie nicht mehr zu kaufen. Da hat er nach 10 Jahren mal wieder welche aufgelegt, die waren ziemlich schnell weg. Also ja, daheim benutze ich sie, aber halt eben keinen Tascheninhalt, deshalb kommt die jetzt mal hier raus. Also es wird ein bisschen, es lichtet sich ein bisschen sozusagen. Dann als nächstes die Bait & Bro in Titan. Die macht mir auch richtig viel Spaß, aber auch hier immer das Problem, sie ist einfach ein bisschen zu groß für die Tasche. Die ist auch daheim im Einsatz, wenn ich in den Keller gehe, ein bisschen mehr Licht brauche. Und ich finde die Farbe einfach richtig schick, aber halt eben keinen Tascheninhalt. Deshalb kommt die auch mal ein bisschen hier an den Rand. Dann ein Pioneer von Victorinox, das kommt definitiv in die Tasche, das kommt regelmäßig mit. Da habe ich richtig viel Spaß mit, das ist 42A-konform, da kann also keiner meckern. Schöner Blauton, passt perfekt hier mit dieser Lampe zusammen, also beides dezent, deckt aber alles ab, was ich im Alltag machen muss. Hab sehr viel Spaß damit, ein tolles, tolles Messer. Natürlich bietet so ein Sebenza deutlich mehr Spielspaß, aber ich darf es halt nicht legal tragen. Und wenn ich mal ehrlich bin, so in der Stadt, um irgendwie eine Packung Süßigkeiten aufzumachen, irgendwie einen Faden abzuschneiden und so Kleinigkeiten, die halt anstehen, da reicht mir das auch. Auch wenn das natürlich mehr Spaß macht, aber auch hier kein Tascheninhalt. Und ihr seht schon, es wird immer weniger hier auf dem Tisch. Das gleiche gilt übrigens auch für das S&G. Macht richtig viel Spaß, damit rumzuspielen. Tolle blaue Farbe. Sehr, sehr viel Spielspaß. Aber auch hier, ja, ich nehme es in die Hand, ich spiele damit gerne rum, aber halt eben nicht in der Stadt. Wenn man das rausholt und dann aufflippt und dann irgendwie eine Packung Gummibärchen öffnet, da wird man mit Sicherheit ziemlich blöd angeguckt werden. Also nee, auch kein Tascheninhalt. Also das ist wirklich so die Kombination, die hier immer mitkommt. Die Uhr relativ selten jetzt. Was auch noch sehr häufig zum Einsatz kommt, ist ein USB-Stick. Ich bin ständig am Hin- und Herkopieren von Daten. Ich habe auf dem MacBook zwar mittlerweile 1 Terabyte, aber mit den 4K-Videos reicht das vorne und hinten. Ich bin also immer am Hin- und Herkopieren von Daten. Deshalb dieser USB-Stick, Samsung, 256 GB, da passt einiges drauf als Zwischenspeicher und zum Hin- und Herkopieren. Auch ständig im Einsatz, oft dabei im Rucksack. Klare Empfehlung, könnte ein bisschen schneller sein, aber macht trotzdem Spaß, funktioniert, erfüllt seinen Zweck. Also Geldbeutel als nächstes, da bin ich eigentlich auf der Suche nach einer besseren Lösung, weil ich habe hier das Problem, dass die Karten immer wieder rausfallen. Also ich habe meine DHL-Packstationskarte schon zweimal verloren, weil die einfach leicht rausrutschen kann hier. Also das hält halt nicht sicher. Ja, einmal habe ich sie wieder gefunden, das andere Mal muss ich eine neue bezahlen, neue kaufen, war ein bisschen blöd. Wenn der Ausweis verloren geht, ist nochmal eine Nummer blöder, Kreditkarte wäre richtig blöd. Also wenn ich da mal einen neuen Geldbeutel finde, Anforderung wäre, dass ich ein Münzenfach habe, weil ich doch immer ein paar Münzen kriege, Rückgeld, dann muss es zumindest bis daheim in dem Fach hier bleiben. Aber ja, was mir halt ganz gut gefällt, ist, dass der vergleichsweise flach ist, also der passt ja nicht in eine Hosentasche und trägt dann nicht dick auf. Aber wenn ihr dann eine Empfehlung habt für einen Geldbeutel mit einem Münzenfach, der möglichst flach ist,
wo ich 3 Karten reinbekomme und mehr eigentlich auch nicht, dann definitiv mir einen Kommentar hinterlassen. Da bin ich schon länger auf der Suche, habe bis jetzt noch nichts Schönes gefunden. Dann die Altholzdose, die ist im Rucksack dabei. Hier vorne habe ich so einen kleinen Karabiner aus Titan. Da kann ich dann was an den Rucksack hängen, wenn der Rucksackplatz mal nicht ausreicht. Also wenn ich im Sommer unterwegs bin und die Jacke ausziehe und die nicht mehr in den Rucksack passt oder so, also Kleinigkeiten oder mal eine Tüte außen an den Rucksack. Also ein ganz kleiner Titankarabiner, der hat, glaube ich, 2-3 Euro gekostet mit Versand. Kann man definitiv machen. Auch immer im Rucksack oder an dieser Altholzdose mit dabei. Und zu dieser Dose, da habe ich eigentlich auch schon ein Video gemacht. Das blende ich euch mal ein. Da sind halt die wichtigsten Sachen drin. Also ein paar Taschentücher. Dann irgendwas gegen Übelkeit, wenn man mal was Falsches gegessen hat. Ein paar Koffeintabletten oder das ist jetzt ein Paracetamol. Ein paar Koffeintabletten. Kleine Taschenlampe, kleines Taschenmesser, Notfall-USB-Stick, Pfeffersalz. Ja, so die notwendigen Sachen. Ich glaube, 20 Euro sind noch drin. Und ja, so Kleinzeug halt. Ja, und wegen Corona zurzeit Mundschutz dabei, selbst genäht aus Etaproof. Das ist eine wasserabweisende Biobaumwolle. Die hält vielleicht ein bisschen mehr ab. Genau genommen ist es auch kein Mundschutz, sondern eine Behelfsmaske. Mundschutz würde ja, wie ich mittlerweile gelernt habe, implizieren, dass es ein Medizinprodukt ist, was zugelassen ist. Ist es natürlich nicht. Also von daher Behelfsmaske. Schön klein, leicht, handlich. Also man kann es zusammenlegen, passt dann in die 5. Hosentasche, Jeanstasche, Jackentasche, Rucksacktasche. Wie auch immer, also kann man mitnehmen, hilft dann dabei, die anderen nicht anzustecken, falls man was hat und es noch nicht weiß. Ist auch wunderbar geeignet, so jetzt mit dieser Optik für EDC-Fotos, sozusagen als Henkersatz für 2020. Auch hier blau, 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 passt wunderbar zusammen, auch das iPhone dazu. Also ja, tolle Kombination, passt perfekt, finde ich. Ja, das soll es gewesen sein. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über ein Abo freuen. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.